Die Welt voller Freundschaft und magischer Abenteuer. Crybabies. Weihnachten mal anders. Der ist für Lady. Und das ist Conys? Oh, aus dem unglaublichen Crybabies-Tal, Susu. Die Reporterin erzählt euch was. Ein authentisches Weihnachtsfest ist. Feiertage voller Frieden, Freude. Entschuldigt bitte aber, ich sagte Frieden. Oh, mal sehen. Lasst uns einen Experten fragen. Das bin ich. Ich bin ein Weihnachtsexperte. Ich habe alles unter Kontrolle. Rufi, bitte erzähl uns, was ist das Allerbeste an Weihnachten? Der Weihnachtsbaum ist das Allerwichtigste. Nein, nein, die Lieder. Lieder, findet Missy. Ha, der Baum ist am Allerwichtigsten. Ich weiß alles über Weihnachten. Feiern die Fantasies denn Weihnachten? Naja, ich weiß nicht. Na dann, auf geht's nach Fantasy Mountain. Das wird noch interessant. Das Weihnachtsspecial rund um die Welt beginnt. Oh. Willkommen in der Fantasy-Welt. Weiter geht unser Special Weihnachten mit den Crybabies. Wie es aussieht, müssen sie noch die Stühle ausrichten. Hallo, wie gefällt dir die Dekoration? Spinnennetze? Ernsthaft? Die sind für einen anderen Feiertag, nicht für Weihnachten. Ja, ja, das ist toll. Dann solltest du Weihnachten mit uns feiern. Aber es gibt keinen Baum? Und die Plätzchen? Sie haben das alles, nur anders. Ich kann über die Wolken snowboarden. Frohe Weihnachten, das wird echt toll. Was ist los? Hatschi! Es gibt da einige Dinge, die wir nicht verstehen. Nein. Lass ihn da stehen. Ansonsten bringt das Unglück. Oh, und die Spinnennetze auch? Was? Die sind doch aus Zuckerwatte. So lecker! Was? Nein, nein, nein. Es kann kein Weihnachten ohne Baum geben. Wohin kommen die Geschenke? Seid entspannt, habt keine Sorgen. Die Piñatas werden gefüllt für den Weihnachtsmorgen. Das ist nicht wirklich weihnachtlich. Kommt doch ins Tal, dann seht ihr unser Weihnachtsfest. Wir haben doch schon gesehen, wie ihr feiert. Aber ihr solltet es euch mal genauer ansehen. Schaut euch an, was authentisches Weihnachten ist. Okay, auf geht's. Aber wir haben immer so gefeiert. Bleibt dran, denn wir werden die Fantasies mit unserem Weihnachten echt umhauen. Ich sehe keine einzige Piñata. Was machst du denn da, Tina? Wir werden den Baum mit Leckereien verzieren. Und alle können sie danach probieren. Oh. Ah, Schneeballschlag! Du wirst schon sehen. Nimm das! Oh nein! Ja, da, ein super Wurf. Mein Stern! Oh! Dass der Stern auf dem Baum kaputt geht, ist das Schlimmste, was passieren kann. Entschuldige, ich dachte, das wäre eine Piñata. Piñata? Keine Piñatas. Beim authentischen Weihnachten gibt es keine Piñatas. Entschuldigt, unser Weihnachten ist halt einfach anders. Tina, wir sollten gehen. Wir möchten Ihnen nicht Ihr Weihnachten verderben. Das Beste an Weihnachten ist, dass man es mit vielen Leuten feiert. Wann kommen die Fantasies an? Sie kommen nicht. Ihre Traditionen sind komisch. Wir kommen nicht zusammen an Weihnachten? Sie haben den Stern zerstört. Das ist egal. Wichtig ist, dass man zusammen ist. Vielleicht hast du recht, Koali. Dieses Weihnachten ist echt doof. Lasst uns zum Fantasy Mountain gehen. Da macht's mehr Spaß. Der Weihnachtstanz, der Weihnachtstanz, der Weihnachtstanz, der Weihnachtstanz. Irgendwie der Weihnachtstanz. Fühlt sich Weihnachten feiern hier auch nicht so richtig gut an. Wow, ihr seid hier. Der Stern ist eigentlich nicht so wichtig. Das Wichtigste an Weihnachten ist doch, dass man Zeit mit seinen Liebsten verbringt. Es ist schön, dass du da bist. Fantasy Magic Tier! Wow! Toll! Wie schön! Das perfekte Weihnachten! Was für ein Geschenk! Die Legende von Navi! Ich liebe diese Geschichte! Wow! Yeah. Endlich das perfekte Weihnachten!
die Welt voller Freundschaft und magischer Abenteuer. Crybabies. Verfrühtes Weihnachten. Also gut, Babys, es sind nur noch ein paar Tage hin bis Weihnachten. Beeil dich. Es müssen noch jede Menge Schleifen aufgehängt werden. Alles soll perfekt aussehen. Ja. Und wie sieht's mit den Blumen aus? Toll. Und weißt doch, wie das mit zwei Händen geht? Na klar, pass auf, du wirst erstaunt sein. Ah! Tada! Oh! Du solltest wohl besser mit einer Hand weitermachen. Aber beeil dich. Wow, das wird langsam richtig schön. Ja, aber wir haben noch eine Menge zu tun. Oh, bitte vergiss ja nicht, deinen Wunschzettel zu schreiben. Später, ich denk dran. Wir haben noch viel zu tun. Ist okay. Komm, Lea, wir brauchen noch die Beleuchtung. Komm rein, Conny. Du musst dir das unbedingt ansehen. Das hier ist ein Adventskalender. Für jeden Tag eine Tür. Mit einem magischen Geschenk hinter jeder Tür. Toll, doch da sind nur noch zwei Türen übrig. Das bedeutet, es sind nur noch zwei Tage bis zum Weihnachtsabend. Das heißt, wir müssen den Wunschzettel jetzt sofort schreiben. Ich muss alle informieren. Hey! Fertig. Das war die letzte Schleife. Wenn du fertig bist, dann kannst du mir mit den Weihnachtskugeln helfen. Du willst Weihnachtskugeln? Dann nimm diese hier. Hör sofort auf. Schneebälle sind nicht weihnachtlich. Und seit wann bestimmst du das? Ich bin mein eigener Boss. Hä? Lea, schmück die Kronen mit Schnee. Hey, es sind nur noch zwei Tage bis Weihnachten. Habt ihr alles schon auf euren Wunschzettel geschrieben? Wirklich lustig. Geschenke. Ja. Wow. Habe ich zwei Tage geschlafen? Es ist Weihnachten! Party bei mir zu Hause! Guten Morgen! Guten Morgen! Oh nein! Keine Geschenke! Es gab so viel zu tun, dass ich meine Wunschzettel nicht geschrieben habe. So wie ich. Ich auch nicht. Und wenn wir uns nicht gestritten hätten, hätten wir den Zettel geschrieben. Das wären die schlimmsten Weihnachten meines Lebens. Ich hab euch doch gesagt, ihr müsst die schreiben, aber niemand hat mir zugehört. Das bedeutet, du hast für uns Geschenke? Was ist es? Wo ist es? Ihr könnt es nicht sehen. Es ist besonders. Besonders? Ich will es haben. Aber es scheint sehr klein zu sein. Oh, hier sind keine Geschenke. Warum bist du so fröhlich, wenn deine Geschenke nicht hier sind? Es ist hier. Aber ihr könnt es nicht sehen. Ich habe mir gewünscht, dass wir zusammen sind, ohne zu streiten. Darum geht's doch am Weihnachten wirklich. Oh, du bist die beste Freundin auf der ganzen Welt. Magic Tears! Wow! Aber wir haben noch immer keine Geschenke. Halt, stopp! Woher habt ihr zwei denn die Geschenke? Was? Ernsthaft? Ihr beide habt die letzten zwei Kalendertüren vorzeitig geöffnet? Das heißt, heute ist gar nicht Weihnachten, sondern morgen. Und wenn es erst morgen ist, dann können wir immer noch unseren Wunschzettel schreiben. Geschenke! Ich werde mir auch so etwas wie Conny wünschen. Und zwar, dass wir immer zusammenbleiben. Das will ich auch. Und wir auch. Wir auch. Aber klar, das ist doch auch mein Wunsch, dass wir alle für immer hier zusammenbleiben. Die Welt voller Freundschaft.
Überraschung. Ich liebe Heiligabend. Was gefällt euch am besten? Für mich ist es der Baum. Die Dekoration. Ich mag die Geschenke. Aber wir haben hier gar nichts. Wir haben keinen Baum, wir haben keine Dekoration. Du hast gesagt, du hast alles. Es ist nur, dass du gar nichts magst. Ich habe eine Menge Sachen. Guck mal. Tada! Huch. Und was machen wir damit? Hallo, Mädels. Oh. Lucy! Hier ist der Baum. Alles ist in dieser Kiste. Kommt schon, worauf wartet ihr noch? Es ist Erde. Eine Schaufel. Eine Gießkanne. Hm. Und drei Samen. Ha. Aber was nützt all das? Wir wollen Weihnachtsbaum. Und hier ist einer. Wir müssen nur als Team arbeiten. Nala, hilf Lala, die Erde in diesen Blumentopf zu tun. Ihr Mädels, pflanzt die Samen. Ihr werdet sehen. Es passiert nichts. Was ist mit dem Baum? Wir haben etwas falsch gemacht. Vielleicht du. Nein, du. Du, du, du. Oh, natürlich, die Gießkanne. Diese Gießkanne funktioniert nicht. Sie ist kaputt. Du willst nie funktionieren. Du benutzt sie falsch. Ah, stimmt. Magic Tears! Guck jetzt mal, ob sie kaputt ist. Ich mag die Gießkanne am besten. Darf ich sie behalten?